So, wir sind am Stand der Freie vom Stein Realschule Krefeld. Das muss bei Uerdingen sein, habe ich mir sagen lassen. Genau, das ist richtig. Und ich spreche jetzt mit Veronika Giesen. Sie ist Teilnehmerin des Jugendforschwettbewerbs im Bereich Arbeitswelt. Und sie hat die sehenden Füße zusammen mit ihren Mitschülerinnen erfunden, erstellt oder genau, was auch immer. Was ist das genau, Veronika? Das ist ein Schuh, der mithilfe von Ultraschall halt Gegenstände erkennt und davor halt mit einem Piepsen warnt. Wir wollen das Ganze aber optimieren, dass das später im Schuh alles eingebaut ist und halt auf Vibration läuft, dass nicht jeder, der im Umfeld ist, das halt mitbekommt. Weil auf Dauer ist das halt im Moment schon noch nervig. Du hast ein paar Schuhe da stehen. Kannst du uns die mal zeigen? Genau, also das war unser erster Typ, bei dem wir beim Regionalwettbewerb waren. Da ist halt 50 cm haben wir eingestellt. Was in diesem Raum ist, wird halt angezeigt und dann wird halt gepiepst. Man wusste aber nicht genau, wo der Gegenstand ist, ob er jetzt nah ist, weiter weg. Deswegen haben wir den zweiten Typ jetzt für den Landeswettbewerb gemacht. Das basiert auf dem System von Auto, das heißt dieses Rückfahrpiepsen ist genau das gleiche System. Und je näher die Person halt an einen Gegenstand kommt, desto lauter und intensiver piepst der Schuh halt. Also eine Art Einparkschuh. Können wir das mal praktisch machen, dass es piepst oder sowas? Soll ich den anziehen? Ja, ja. Messer drin, der halt anzeigt, bei wie vielen Metern das Gerät anfängt zu piepsen und halt je nach Lautstärke wird das ja immer lauter und länger. So, dann lassen wir Veronika mal rumgehen irgendwo. Ja, ich gehe mal auf Karo zu und jetzt ist sie halt in meinem Blickfeld. Es fängt langsam an zu piepsen. Wenn ich nahe gehe, ist es halt ganz laut. So, und wenn Karin mal an dir vorbeigeht, nur kurz, also ihr euch... Das kommt halt... Funktioniert auch. Genau. Gut. Das ist schnuckelig. Gut, das heißt, damit wollt ihr verhindern, dass wie mein Opa, der mit Blindenstock rumgelaufen ist und immer von der Oma sich hat führen lassen müssen, dass man weitgehend selbstständig ohne von anderen so erkennbar problemhaft rumlaufen muss. Ja, also es soll ein weiteres Hilfsmittel sein, weil die Blinden sich halt erkennbar machen müssen. Heißt entweder den Blindenstock oder Armbinden. Und das soll halt, weil zwischendurch kann auch mal ein Ball oder so von Kindern halt vorbeirollen und wir bleiben ja dann auch stehen, wenn irgendwas vorbeikommt. Und genau. Habt ihr denn auch schon mit dem Blindenverband darüber geredet? Wie fanden die das? Wir waren bei unserem Blindenverein in Krefeld, Blinden- und Sehbehindertenverein, genau. Und wir haben denen unsere Idee vorgestellt, die haben selbst Verbesserungsvorschläge uns genannt und wir haben die versucht und weitestgehend umgesetzt. So, und was kostet jetzt so ein Schuh, wenn man ihn handarbeitet, sag ich mal? Also, so teuer ist das ganze System eigentlich gar nicht. Also, wir machen das halt nicht irgendwie daran, wir wollen das nicht halt machen, nur um daran Geld zu verdienen. Also, wir sind nicht so darauf gezielt, so daran zu verdienen, sondern wir machen das halt nur, weil wir Leuten helfen. Ja, aber die Frage ist, was kostet die Technik? Also ein paar Batterien kostet nichts, aber so ein Abstandswarmer bei meinem Auto, die wollten über 1.000 Euro dafür haben. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht der Preis, den ihr für... wir haben das jetzt gesponsert bekommen, deswegen wissen wir das nicht ganz genau. Aber der hat auch nicht ganz so viel bezahlt. Der hat auch 5 auf einmal gekauft. Deswegen, das war in so einem Paket auf Amazon, ist die... Okay, gut. Danke.